auf der Wartburg angekommen. Der Lutherhund wird Junker Jörg genannt. Zu seinem Schutz muss er ja unterkommen. Kaum einer weiß, wohin man ihn verbannt. Im Mantelsack, da waren die Begleiter, das Alte und das Neue Testament. Er weiß, mit Gottes Hilfe geht es weiter, auch wenn den nächsten Schritt er noch nicht kennt. Hey, Junker Jörg, hey, Junker Jörg, hey, Junker Jörg, hey, Junker Jörg. Ich schreibe täglich ohne Unterbrechung, dem Spalatin teilt er die Nachricht mit, und Schriftenmanuskripte zu erbauen, nach Wittenberg bringt mancher Botenritt. Dort werden sie gedruckt, dann auf den Pressen. Das alles geht in Windeseile schnell. Die Menschen, ja, sie sind darauf versessen. So wird von seinem Patmos der Rebell. Hey, Junker Jörg, hey, Junker Jörg, hey, Junker Jörg, hey, Junker Jörg. Persönlich schreibt er auf, was ihn beschäftigt. Den Freunden schildert er die große Not. Mein Arsch ist böse worden und er quält sich. Mit Schmerzen trennt er sich von seinem Kot. Melanchthon, Amsdorf, Spalatin verstehen. Sie kümmern sich und schicken Medizin. Nach Monaten schreibt er vom Wohlergehen. Mit seinen Freunden kriegt er das hin. Hey, Junker Jörg, hey, Junker Jörg, hey, Junker Jörg, hey, Junker Jörg. In Wittenberg zieht es ihn im Dezember. Er reitet heimlich, ist nur zu Besuch. Sie bitten ihn, sei du der Übersetzer der Bibel, denn wir brauchen dieses Buch. 10 Wochen schreibt er, es ist nicht zu fassen. Er überträgt das Neue Testament. Im März hat er die Wartburg dann verlassen. 300 Tage fern, doch nicht getrennt. Hey, Junker Jörg, 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 hey, Junker Jörg.